Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Sunny Side of Life. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei meinen Eltern im Garten ist es zum Beispiel so, dass die Apfelernte gerade schon begonnen hat bzw. beginnen kann, weil die Äpfel schon reif sind. Der Baum trägt teilweise so viele Früchte, dass er sie schon abwirft. Und daher haben wir jetzt ein paar allerlei vom Apfel-Thementage für euch geplant. Heute an Tag 1 beginnen wir mit Apfelchips und Apfelleder. Für die Apfelchips nehmen wir uns Äpfel, die keinerlei großen Beschädigungen haben. Das heißt, da sollten weder Würmer noch Wespen oder so dran gewesen sein, da man sie so relativ praktisch einfach nur in Scheiben schneiden und direkt dörren kann. Dafür nehmen wir uns jetzt einen Apfelentkerner, entfernen damit das Kerngehäuse, schälen danach die Äpfel und schneiden oder hobeln sie in 1 bis 2 mm dicke bzw. dünne Scheiben. Yeah! Ihr könnt die Äpfel natürlich auch ungeschält verwenden, aber mir ist es persönlich ohne Schale lieber. Die geschnittenen Scheiben geben wir in eine Wasser-Zitronensaft-Mischung. Das verändert gegebenenfalls den Geschmack etwas säuerlich, bewirkt aber ganz einfach, dass sie nicht so schnell braun werden. Und die Stücke, die wir nicht so gut zu Scheiben verarbeiten können, die packen wir uns beiseite und pürieren sie später mit weiteren Äpfeln und verarbeiten sie zu Apfelleder. Die Äpfel lassen wir jetzt einmal gut abtropfen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt am besten wirklich einen Hobel. Man sieht, bei mir ist es durch das Schneiden nicht immer sehr dünn geworden und auch nicht sehr gleichmäßig. Das ist mit einem Hobel natürlich ein bisschen anders und ein bisschen besser vor allem. Gleichmäßige Scheiben haben natürlich den Vorteil, dass sie auch relativ gleichzeitig fertig werden. Und wenn eure Scheiben zu dick sind, dann werden sie eher zu softem Chips. Wir wollen jetzt wirklich ganz krosse Chips haben. Daher sollten sie wirklich maximal diese 1 bis 2 mm haben. Eine Ewigkeit später. Wenn die Apfelchips dann einigermaßen abgetropft sind, legen wir sie uns auf die einzelnen Etagen eines Dörrautomaten. Ihr könnt das Ganze auch im Backofen machen. Da kann ich nur keine Angaben für ins Rezept schreiben, weil ich das selbst nicht ausprobiert habe. Apropos nicht ausprobiert, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aus den Apfelschalen Apfelessig zu machen. Das soll wohl auch relativ gut gehen. Wenn ich mich da irgendwann dran gewagt habe oder so, werdet ihr das Rezept garantiert auf meinem Kanal finden. Die Apfelchips wandern jetzt bei 70 Grad für mindestens eine Stunde in den Dörrautomaten und dann schauen wir mal, wie die Konsistenz ist. Eine Ewigkeit später. Nach einer Stunde muss ich sagen, dass die noch relativ feucht sind und auch noch sehr biegsam. Das ist zwar generell normal, wenn die noch warm sind, dass sie sich biegen lassen, aber das ist definitiv zu feucht. Lassen das jetzt noch mindestens eine Stunde drin und schauen dann wieder nach. Wenn die Apfelchips dann fertig sind, lassen wir sie abkühlen. Chips, die noch etwas weicher sind, lasst ihr am besten immer für so circa eine halbe Stunde länger drin und schaut dann immer wieder nach, ob sie gut sind. Und sobald sie dann komplett abgekühlt sind und hart sind, kommen sie in luftdicht verschließbare Gläser. Für das Apfelleder nehmen wir die beiseite gepackten Apfelstücke von den Apfelchips, wiegen das ab und füllen das etwa mit dem Rest an Äpfeln auf, um das Gesamtgewicht zu erreichen. Die restlichen Äpfel werden wir jetzt einmal schälen, vom Kerngehäuse befreien und anschließend in mundgerechte Stücke schneiden. Das schneide ich auch noch ein bisschen kleiner und dann pürieren wir das Ganze. Im Anschluss geben wir das auf eine Dörrfolie für den Dörrautomaten. Das soll dann innerhalb von ca. 6 Stunden trocknen. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich das selbst ausprobiere, Apfelleder herzustellen. Ich kann also noch nicht dafür garantieren, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann steht das Rezept nicht in der Videobeschreibung. Wenn es funktioniert, packe ich euch das Rezept natürlich sehr gerne in die Videobeschreibung. Also dann, ich würde sagen, probieren wir das mal zusammen aus. Eine Ewigkeit später. Wir schauen mal, ob es mit dem Blitzhacker einfacher geht. Und weil wir noch nicht genug Sachen schmutzig gemacht haben, versuchen wir es jetzt noch mit einem höheren Gefäß. Eine Ewigkeit später. Ich denke, das ist jetzt eine Konsistenz, mit der wir leben können. Jetzt streichen wir uns das sehr dünn auf eine Dörrfolie. Wie dünn sehr dünn ist, wie gesagt, ich probiere es zum ersten Mal aus. Ich habe noch keine Ahnung, aber ja, learning by doing, würde ich sagen.
Die restliche Masse habe ich auf ein ganz normales Backpapier gestrichen. Damit soll man das Ganze dann wohl am Ende auch zusammen aufrollen können. Hat natürlich auch den Vorteil, dass es dann nicht aneinander kleben kann. Sehr viel dünner als bei der Dörrfolie habe ich es jetzt auch nicht hinbekommen. Wir schauen mal, was draus wird. Das Ganze wandert jetzt bei 60 Grad für ungefähr 6 Stunden in den Dörrautomaten. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Das vermeintliche Apfellieder war jetzt circa 2 Stunden im Dörrautomaten. Und ich würde sagen, das Experiment ist definitiv für gescheitert erklärt. Ja, irgendwann anders dann vielleicht nochmal. Hier sieht man gut die kläglichen Überreste des Apfellieders. Wie gesagt, sobald ich einen neuen Versuch starte und das Rezept überarbeitet habe, werdet ihr ein neues Video von mir dazu sehen. Das war's von unserem ersten Video der Allerlei vom Apfelthementage. Abonniert gerne meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Es geht in den nächsten Tagen noch weiter. Wir haben insgesamt 5 Tage geplant mit diversen Rezepten. Aktiviert die Glocke, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert, was das Zeug hält, lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.